Österreich sind die Zentrale, aber wir haben viele Partner. Wir verkaufen derzeit in 39 Länder, wobei 16 Länder fixe Distributorenverträge haben. Seit 2008 sind wir fest dabei. Wir haben mittlerweile 7 eigene Schulungscenter. Die schulen im Prinzip auch im Namen von Luxuslashes, aber werden von uns dann auch beliefert und betreut und auch ausgebildet. Wir haben in Deutschland mittlerweile, glaube ich, über 1200 Studios, knapp 1400 Studios insgesamt. Und wir spüren das immer mehr, dass die Nachfrage immer ständig wächst. Das Produkt ist einzigartig, es kann sich überall auch sehen lassen. Das macht uns zu der Marktführung oder zum Nummer 1. Life. Die Firma Luxuslashes, das Produkt davon ist ein System. Und dieses System greift ins eine ins andere ein und das macht es eben einzigartig. Eine ganz tolle Naturkosmetikserie auf den Markt gebracht mit Hyaluron, mit Kollagen. Wir haben eine Uniserie entwickelt und dadurch ist das für Mann und Frau. Luxus Life. Thank you very much. Big applause for our guitar player tonight. Yeah, yeah. It's Luxuslashes, the official opening party. Hallo, mein Name ist Katie Zimmermann. Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend und darf im Namen von Luxuslashes Sie alle ganz herzlich willkommen heißen. Liebe Ronja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und du bist das neue Gesicht, wie gesagt, für Luxuslashes for Conyes Spezialgebiet sozusagen. Hast du das oben? Erzähl uns ein bisschen, wie fühlt sich das an? Was ist das? Also for Conyes ist die absolute neueste Innovation von Luxuslashes. Es wird nicht nur ein einziges Haar an eine einzelne Wimper geklebt, sondern es werden 3 bis 5 ganz, ganz dünne Haare an die Wimpern geklebt, und zwar, dass sie einen Fächer nach oben bilden. Das fühlt sich wirklich ganz natürlich an, wie die ganz normalen Wimpern. Und zwar möchten wir jetzt quasi symbolisch und eigentlich so richtig diese offizielle Eröffnung dieses Standortes hier und heute auch begehen. Das heißt, wir haben das wunderschön vorbereitet, wie sich das gehört, mit einem roten Band. Zum Buchschneiden. Okay. 2, 1, los geht's. Jawohl. Wenn wir über Luxuslashes sprechen, das Gesicht dahinter seid eigentlich ihr, kann man so sagen. Ja? Also ohne euch würde Luxuslashes nicht so dastehen, wie es das nun mal tut. Jeder weiß, worum es geht. Jede Frau weiß, was Luxuslashes ist. Warum glaubt ihr, ist das doch relativ flott passiert? Wir haben einfach den Puls der Zeit getroffen und Frauen schätzen einfach gute Qualität. Die Natürlichkeit, man sieht nicht, dass Kunden oder Frauen falsche Wimpern tragen. Man spürt es nicht, es ist weich, jeder kann es tragen. Wir setzen wirklich feine synthetische Wimpern auf die einzelnen eigenen Wimpern. Das sind halt so 80 bis 100 Wimpern pro Auge oder bei for Conyes dann natürlich viel mehr. Es hat, wie wir angefangen haben, nichts Vergleichbares am Markt gegeben, was unseren Qualitätsansprüchen gerecht wurde. Wir wollten eigentlich etwas machen, was von der Qualität und von der Technik und von den Produkten her einzigartig ist. Wir exportieren zurzeit in 39 Ländern der Welt. 39 Länder der Welt, welcher Markt, kann man das sagen, ist am stärksten? Kristallisiert sich da was heraus? Für uns ist der stärkste Markt Deutschland. Unsere Zukunft liegt in der Luxuslashes Lounge. Sprich, da sind Geschäfte, die nach unserem eigenen System eingerichtet worden sind mit unseren eigenen Möbeln. Das sind ungefähr Lokale, die ab 70 Quadratmeter Größe mit 4 Liegen haben, wo nichts anderes, nur Wimpern geklebt werden. Nur Luxuslashes. Es ist im Prinzip für die ganze Welt geplant. In jeder großen Stadt wird irgendwann einmal eine Luxuslashes Lounge sein. Und ich nehme an, ihr seid stolz auf euer Team. Da möchten wir uns ganz herzlichst bei unseren Mitarbeitern bedanken, bei unseren Trainern und unseren Distributoren. Auch Schulungscenter natürlich. Danke. Ja, einfach danke an alle.
Und auch ganz wichtig, unsere Testimonials eben Claudia Effenberg, Ronja Hilbig, Vanessa Blumhagen, Sat1-Moderatorin und auch an alle Prominenten, die unsere Wimpern echt mit Leidenschaft und Seele tragen. Auch danke dir, Kathi. Danke Ihnen. Danke für die tolle Moderation und ich wünsche uns allen einen wunderschönen Abend. Und jetzt geht's Party. Ain't nobody loves me better, makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody. And it's knowing I'm not shackled by forgotten roads and bonds, rooting stains that have tried to ruin some line. Die Augen, so sagt man, sind das Tor zur Seele. Ich glaube schon. Aber diese Personal Time ist immer Auge zu Auge. Luxus Lashes bringt diese innere Ausstrahlung für Frauen. Und das ist sehr, sehr attraktiv für einen Mann, eine Frau mit Ausstrahlung. Ich will ein Tanzen und danach im Mondschein auf der Spar. Sie sagte Liebe. Luxus Lashes, was bedeutet das für Sie ganz persönlich? Also ich meine, wenn man meine Augen anschaut, dann weiß man ganz genau, was Luxus-Lashes für mich bedeuten. Ich stehe morgens auf und ich brauche gar nicht mehr viel machen. Guck in den Spiegel, so einen Mascara-Look hat man direkt und das ist einfach nur super. Also es ist was ganz, ganz Tolles. Ich brauche mich in der Früh fast nicht schminken. Ich habe meine Wimpern, Lipgloss und ich bin fertig. Es ist optisch ein Hingucker und es erleichtert einen die tägliche Arbeit enorm. Kein Abschminken mehr, nix, kein Rubbeln, es ist einfach nur fein. Und das war's wirklich. Man ist den ganzen Tag in der Nacht auch noch schön für den Liebsten. Und bei Luxus-Lashes ist es wirklich so, dass sie wirklich so richtig so samtig weich, auch wenn man darauf schläft, auch wenn man mal die Hand im Gesicht hat, die halten toll und sehen einen, man sieht da einfach immer toll aus. Und dann also es gibt auch ganz natürliche Looks. Ja. So auf diesen Typ einzugehen, was eine Dame möchte, entweder dramatischer oder natürlicher. Ja. Ja, mit dem Aspekt bin ich hergekommen. Ich habe gesagt, ich will keinen Vorhang im Gesicht und keine Burka tragen im Regen. Ja. Luxus Lashes braucht jede Frau. Die Frau, die sich das machen lässt, die kommt auch immer wieder, weil es einfach so toll ist. Thank you.